Hallihallo liebe Leute und seid willkommen zum 24. Teil meines Adventskalender-Specials am heutigen Heiligabend. An dieser Stelle erst einmal frohe Weihnachten an euch alle. Ich hoffe, ihr werdet ein gemütliches Fest haben. Und heute widmen wir uns nochmal einem RPG-Maker-Spiel, mit dem RPG Maker 2003 erstellt, The Legend of Zelda The Opal of Shika von, dreimal dürft ihr raten, richtig, Simon Wächter aka Simon aka derjenige, der Sonic Party 2 und Penga gemacht hat. Hat an diesem Spiel mitgewirkt. Leider, muss man hier dazu auch wieder mal sagen, hat dieses Spiel leider es nur bis zu einer Demo geschafft. Es hat meines Wissens nach leider nie eine Fertigstellung gefunden, was ja schade ist. Aber irgendwie viele geniale RPG-Maker-Spiele schaffen es nie fertig zu werden. Naja gut, zumindest in der späteren Zeit. Aber es ist trotzdem, trotz allem, wirklich ein gelungenes Zelda-Fangame. Vor allem, muss man auch dazu sagen, dieses Spiel ist in 2D. Ihr hört richtig, es ist nicht vogelperspektivmäßig, nein, zweidimensional, von links nach rechts und so. Ja, es gibt auch noch einige Fans, die Zelda 2 mochten. In dem Fall haben die ihr eigenes Prinzip da reingebracht und es ist wirklich gelungen. Meiner Meinung nach. Und ich denke mal, ohne große Umschweife wollen wir jetzt auch noch was vom Spiel sehen. Deswegen steigen wir direkt ein, damit ihr wisst, was ich meine. Aber vorher müssen wir natürlich noch ein paar Einstellungen machen. Willkommen! Bevor es losgeht, müssen wir dich ein paar Dinge fragen. Gleich so viele? Als erstes würden wir gerne wissen, wie schnell diese Texte laufen sollen. Ja, ich nehme direkt mal schnell. Das wäre in etwa so schnell. Ist das okay? Ja, kann ich mit leben. Und welche Textbox möchtest du für ein Spiel benutzen? Blau, grün, rot. Ich nehme grün. Oder noch besser Nairo-grün. Farore wäre grün. Nee, dann könnte man es noch den Zelda-Farben nennen. Nairu blau, Farore grün oder Din rot. Ich nehme Farore grün. Als nächstes brauchen wir deinen Namen. Okay, in diesem Fall werde ich es aber standardgemäß bei Link belassen. Und dann direkt das einfach mal bestätigen. Weil ich glaube, das ist dann auch der Name, der für Link halt benutzt wird. Und Link ist für mich bisher immer Link gewesen. Nachfrage, Link? Ja, nein, natürlich. Und zum Schluss definiere bitte die Tasten für dein Spiel. Hier haben wir eine Menge Auswahl. Sprung nehmen wir 1, Schwerthieb bei 2. Schild, ach komm, ich mache einfach die Reihe nach. So, kann man nichts verkehrt machen. Ich finde sowieso genial, wenn RPG-Maker-Spiele wirklich mehr als die Tasten Enter und Escape neben den Pfeiltasten belegen können. Gab ein Tool mal dafür, aber ich habe es nie groß benutzt, aber es ist schon cool, dass das überhaupt möglich ist. Gut, sind die Einstellungen okay? Natürlich. Jetzt kann es losgehen. Ganzes Intro überspringen. Natürlich wollen wir uns das Intro ansehen. Also Leute, lehnt euch zurück. Simon. Mit Vorgeschichte beginnen. Ja, ich dachte, die beginnt schon. Zu Anbeginn der Zeit erschufen drei Göttinnen unsere Welt. Din, Göttin des Feuers, erschuf Himmel und Erde. Nairu schenkte der Erde die Gabe der Weisheit. Und Farore weckte das Leben und schenkte der Erde ein Dasein. Nachdem ihr Tun vollendet war, stiegen sie in den Himmel empor. Sie hinterließen der Erde das Triforce. Es birgt unendliche Kraft und wer es besitzt, hat die Macht, die Erde nach seinen Wünschen zu gestalten. Seit jeher ruhte das Triforce im Heiligen Reich. Eines Tages brach ein finsterer Krieger namens Ganondorf in das Heilige Reich ein.
Doch sein Herz war nicht rein. So spaltete sich das Triforce. Ganondorf, welcher in den Hades verbannt wurde, trägt das Fragment der Kraft. Zelda, Prinzessin von Hyrule, wurde zum Träger des Fragments der Weisheit. Jener, welcher zum Helden der Zeit wurde, erhielt das Triforce-Fragment des Mutes. Nach nun mehr als 7 Jahren stellte sich dem Held Hyrule ein Abenteuer, wie nie zuvor. The Legend of Zelda, The Opal of Sheikah, ein Spiel von Biohazard, Techless und Simon Wächter. Und unser Abenteuer beginnt in einem regnerischen Gebiet. Man kann annehmen, dass die Story dieses Spiels nach Ocarina of Time auf jeden Fall spielt. Was ich aber schon cool finde. Oh, wer ist das? Kisho. Mist, eine Sackgasse. Und wir haben natürlich wieder Feen. Yay. Navy-Hasser sollten jetzt abschalten. Kisho, warte doch auf mich. Ich bin nicht so schnell wie du. Du könntest ruhig mal auf mich warten. Wir sitzen in der Falle. Er wird uns gleich eingeholt haben. Was sollen wir jetzt tun? Taro, du musst alleine weiter. Was? Das kommt gar nicht in Frage. Ich kann ihn nicht zurücklassen und alleine habe ich keine Chance. Keine Widerrede, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Hier, fang! Nimm den Opal der Sheikah und schütz ihn vor Murdak. Kisho, ich kann ihn nicht hier lassen. Ich komme schon klar. Hau ab, sonst kriegt er dich auch noch. Und weg ist sie. Mach's gut, treue Freundin. Murdak, du vertraust einer Fliege den Stein an. Du wirst den Opal niemals bekommen. Du bist so dumm. Willst du etwa kämpfen? Mit dem Opal der Sheikah werde ich mehr Macht haben, als du es dir vorstellen kannst. Nichts kann mich aufhalten, auch nicht du. Deswegen verwandle ich mich in einen Super Saiyajin. Und mach dich fertig. Ich finde dieses Biest schon. Genieß dein Leben noch so lange du kannst. Ich glaube, Kisho dürfte nicht mehr leben bei diesem Sturz. Zufällig verschlug es zu diesem Zeitpunkt den Helden der Zeit ganz in die Nähe. Seine Reisen und Abenteuer führten ihn letztendlich an die Grenzen von Hyrule, noch immer auf der Suche nach einer früheren Kameradin. Dreimal dürft ihr raten, wer diese Kameradin sein soll. Nein, nicht Taro. Ihr wisst schon, Navy. Oder Navi, wie auch immer man sie nennen will. Hey, pass doch auf, wo ich hinfliege. Na toll, jetzt habe ich auch noch den Opal fallen lassen. Was war denn das? Hey, was ist los? Das macht er doch sonst nicht. Das ist alles deine Schuld. Okay. Wir werden einfach mal teleportiert. Und landen irgendwo im Nirgendwo. Okay, wir landen in einem verschneiten Gebiet. Was auch immer wir jetzt hier verloren haben, keine Ahnung. Oh nein! Das kann nicht sein! Ich bin wieder in Kartur! Hey!
Aber diesmal schneit es. Hey, wach auf! Und es regnet nicht mehr nur. Okay, Link ist auch erwacht. Wegen dir sind wir in Karthur. Weißt du überhaupt, wie lange es dauert hier hat gedauert hat zu fliehen? Sag mal, dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Wer bist du eigentlich? Link? Der Held von Hyrule? Du bist Link? Das erklärt, warum wir hier sind. Dein Teil des Triforce muss auf den Opa reagiert haben. Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Taro. Nett, dich kennenzulernen. Hey, wenn du wirklich da bist, von dem alle reden, dann musst du uns helfen. Naja, zuerst sollten wir zum Tempel der Shika gehen. Er ist ganz in der Nähe. Es sieht allerdings so aus, als hättest du deine Ausrüstung verloren. Wir sind besser vorsichtig auf dem Weg zum Tempel. Okay, wenn wir keine Ausrüstung haben, das ist natürlich nicht so gut. So, aber man merkt, der gute Simon hat auf jeden Fall aus dem Jump-Run-System vom Penga gelernt und hat ja auch ein deutlich besseres gemacht. Aber gut, momentan können wir noch nicht viel mehr wie springen oder Schilder lesen. Moment. Ah, okay. Drücke die Sprungtaste, um zu springen. Je länger du hältst, desto höher springst du. Danke, Schild, für die tollen Hinweise. Aber ich muss ehrlich sagen, so ein 2D-Zelda ist wirklich schon ganz cool. Und gerade auch mit einem schön funktionierenden Sprungsystem. Und später, wenn wir das Schwert haben, auch noch mit Schwertschlagen dazu. Wird aber noch ein bisschen dauern. Drücke Escape, um das Inventar aufzurufen. Benutze dort die Pfeiltasten, um den Cursor zu bewegen. Im Inventar kannst du erhaltene Gegenstände auswählen oder auch deine Ausrüstung untersuchen. Doch sei vorsichtig, denn während du im Menü bist, läuft das Geschehen um dich herum weiter. Okay, man konnte das also da nicht pausieren. Naja, hier sieht man es sogar. Bisher haben wir noch gar nichts. Alles verloren, was Link je ergattert hat. Okay, ich habe jetzt gedacht, ich falle in den Abgrund. Das hätte ich jetzt nicht als Boden angesehen. Ich hätte gedacht, das wäre im Hintergrund. Oh nein. Dekus. Ich hau mal ab. Ich habe gerade keine Lust und keine Zeit mit euch zu spielen. Ich habe nämlich nichts. Ich bin quasi nackt. Herzen können wir natürlich auch wieder aufsammeln. Von einigen Ebenen kannst du dich runterfallen lassen. Drücke runter, um dich zu ducken. Beziehungsweise von einer bestimmten Ebene zu fallen. Schau aber vorher nach unten. Hier jetzt einfach? Oh. Ja gut, so schon mal nicht. das war nicht sehr schlau. Ich wollte zumindest mal probiert haben. Kriege ich auch noch irgendwo ein Schwert und ein Schild? Weil so bin ich irgendwie machtlos gegen die Gegner. Okay. Hier geht's weiter. Na, wir sind im Tempel. Aber ich habe immer noch kein Schwert und kein Schild. Ah, seht mal. Was haben wir denn hier Tolles? Jetzt bestimmt nur eine Karte. Nee, du hast dein Schild wieder erhalten. Nutze ihn, wenn du nicht im Menü bist, um die meisten Angriffe abzuwehren. Oh nein, er hat den Schild geklaut, den ich vor der Höhle gefunden habe. Tja, geschieht ja recht. So, wie benutze ich das jetzt? Ah, mit 3, okay. Alles klar, komm. Zeig dich, dreh dich, genau. Ha, besiegt. Sesam, öffne dich. Bis zum Tempel ist es nicht mehr weit. Ich hoffe, es geht einem dort gut. Naja, wir werden was herausfinden. Ich finde aber auch genial, wie das Ganze hier gestaltet wurde in 2D. Also, das gefällt mir wirklich. Und es ist schade, wenn man so ein Projekt dann fallen lässt. Gerade auch, wenn man so seine eigene Geschichte sich ausdenkt, eigene Charaktere sogar mit reinbringt. Und sich halt auch ein bisschen so an die Originalspiele auch orientiert. Also es ist wirklich eine gute Mischung. Muss ich sagen. Und gerade für Leute, die 2D-Jump-Runs mögen und so, ist das Spiel auf jeden Fall schon sehr willkommen, sage ich mal. Und die, sage ich mal, mit den eigentlichen Zelda-Spielen nicht allzu viel anfangen können. Na, was steht denn hier? Der Tempel der Shika. Einlass ist ausschließlich Abgesandten der königlichen Familie gewährt. Okay, Link, du bist nicht willkommen. Ich wollte nur mal kurz zurückgehen. Weil ich wollte nämlich mal gucken, ob ich hier nach oben kann. Ja, das kann ich. Ah, hier ist nur ein Gegner. Na gut, dann hat sich dieser Weg nicht gelohnt. Wir gehen weiter. Schließlich müssen wir zum Tempel.
Aber mir fehlt immer noch ein Schwert. Und ohne Schwert ist das Ganze ein bisschen blöd. Wir sind da. Hallo, ist jemand da? Shika-Tempel. Sieht nicht so aus. Oh nein, bitte nicht. Lass uns schnell rausfinden, wo die Tempelwächter sind. Auf jeden Fall nicht hier. Hiermit kann ich mich wahrscheinlich teleportieren. Ist auch schon lange her, dass ich überhaupt das Spiel zuletzt gespielt habe. Deswegen, alles werde ich wahrscheinlich hier nicht mehr wissen. Ja, das! Das sind sie! Die Tempelwächter, sie sind... Sie sind alle zu Stein geworden! Tja, dann haben wir hier jetzt ein paar Statuen stehen. Und was haben wir hier? Was ist hier nur geschehen? Taro, bist du das, Taro? Oh, alter Mann. Ältester. Wahrhaftig, du bist es. Welche Erleichterung zu sehen, dass es dir gut geht. Geht es Ihnen gut? Was ist hier nur geschehen? Die Götter meinen es böse mit uns. Das Monster, welches unseren Tempel angriff, belegte alle hier mit einem Fluch. An jenem unheilvollen Tage wurden die Mauern unseres Tempels von einem finsteren Mann heimgesucht. Er nannte sich Murdak und sein Begehr war der heilige Stein unseres Volkes. Er sprach, händigt mir den Opal der Shika aus, oder ihr seid alle verdammt. Kisho wurde von mir dazu erwählt, im Falle jeglichen Angriffs aus unserem Tempel mit den Opal zu fliehen. Noch bevor der Kampf gegen Murdak begann, floh Kisho mit dir und dem Stein aus dem Tempel. Doch Murdaks Kräfte waren zu mächtig. Mit schier teuflischer Kraft besiegte er in einem Augenblick unsere Wächter. Ich danke den Göttern, dass es euch gelungen ist zu fliehen. Was das angeht, ich weiß nicht, wie es Kisho geht. Wir mussten uns trennen, als Murdak uns einholte. Welche beunruhigende Nachricht. Wenn es Murdak gelingen sollte, den Stein zu erhalten, dann wird er seine dunklen Kräfte mit denen des Opals vereinigen. Sollte es dazu kommen, wird seine Macht unvorstellbare Dimensionen erreichen. Den Opal haben wir. Ah, das ist sehr gut. Dabei fällt mir ein, wie ist euer Name, junger Krieger? Das ist Link, der Held von Hyrule, aus dem das ganze Land erzählt. Und stellt euch vor, er hat versprochen, dass er uns hilft und diesen Murdak besiegen wird. Wann habe ich das denn versprochen? Wirklich? Das ist wahrhaft eine Fügung des Schicksals. Wärt ihr wirklich bereit zu helfen? Ah ja, wenn wir schon mal dabei sind. Ich danke euch vielmals. Doch dieses Vorhaben wird sehr wohl kein leichtes. Der Fluch, der auf unseren Tempel lastet, ist sehr mächtig. Um ihn zu brechen, bedarf es den Runensiegel aus alten Zeiten. Weil ihre Macht so groß ist, wurden sie von unseren Vorfahren an vier Orten des Landes versiegelt. Ein Runensiegel ist in den giftigen Sumpfen, eines in den eisigen Bergen, eines in der trockenen Wüste und das vierte hoch in den Wolken auf dem Dach der Welt. Erinnert fast ein bisschen an Zelda The Minish Cap. Eure Reise wird lang werden. Ihr solltet auf keinen Fall ohne gescheite Ausrüstung aufbrechen. Ihr bekommt von mir etwas, das euch vielleicht von Nutzen sein könnte. Kriege ich mein Schwert? Sag mir, alter Mann, dass ich mein Schwert kriege. Ich vertraue euch die Shika-Harfe an. So viel zum Schwert. Okay. Dann holen wir uns die Shika-Harfe. Du hast die Shika-Harfe erhalten. Wähle sie aus dem Menü, um sie auf einer Item-Taste einzusetzen. Der Klang dieses Instruments ist von magischen Kräften erfüllt. Die Shika-Harfe ist seit jeher ein wertvolles Relikt unseres Volkes. Die Lieder, die du auf ihr spielst, können eine magische Wirkung auf dein Umfeld haben. Lernt sie zu spielen und die Magie, die ihr innewohnt, zu beherrschen. Okay, dann schauen wir uns das doch einmal an, würde ich sagen. Die Frage ist... Gut, legen wir das auf 4. Und spielen mal.
Okay, genug davon. Ja. Ich denke mal, diese Melodien kriegen wir auch erst später, wie wir spielen müssen. Ah, okay. Oder so. Dies ist eine magische Plattform. Die Königsfamilie von Hyrule hatte sie uns geschenkt. Krieger im Auftrag des Königs können sie nutzen, um jederzeit an diesen Ort zurückzukehren. Wenn du den Tempel jetzt verlassen willst, stell dich darauf und drück nach oben. Okay. Was möchtest du tun? Erstmal Spiel speichern. Wenn wir schon so gefragt werden. Und den Tempel verlassen. Und schon sind wir ganz woanders. Hier sind noch mehr Statuen. Murdak hat ganze Arbeit geleistet. Sag mal. Glaubst du, Kisho geht es gut? Es geht ihm sicher gut. Ja, vielleicht hast du recht. Ich glaube an ihn. Lass uns schnell nach diesen Ruhensiegeln suchen und den Fluch vom Tempel nehmen. Der Älteste sagte, eines der Siegel wäre in den Sümpfen verborgen. Damit ist sicher der Moda-Tümpel im Westen gemeint. Lass uns dorthin gehen. Das hätte ich fast vergessen. In den Sümpfen und den Ebenen dieses Landes gibt es viele Monster. Bevor wir zu den Sümpfen aufbrechen, solltest du dir eine Waffe suchen. Hinter dieser Höhle liegt das Dorf Manjo. Lass uns zuerst dorthin gehen. Vielleicht kann uns dort jemand helfen. Oh, wollen wir mal hoffen. Und jetzt haben wir eine Oberweltkarte. Ja, Leute. Man merkt schon, es ist sehr stark an Zelda 2 angelehnt. Und das Coole ist sogar, hier gibt es auch Monster, die einfach mal auftauchen können. Ist nur blöd, dass ich immer noch kein Schwert habe. Also, wir kämpfen ist noch nicht. Ich laufe wieder weg. Und dann gehen wir einfach mal ins Dorf, damit wir wenigstens erstmal gewappnet sind. Oh, die Musik. Willkommen in Manjo, dem immer weißen Dorf. Hier schneit es also immer, oh Gott. Hallo, Wache. Manjo ist ein einfaches Dorf. Die Menschen, die hier leben, haben sich dazu entschieden, ein einfaches Leben zu führen. Es kommen wenig Fremde hier vorbei, aber dafür umso mehr Wolfos. Wolfos? Okay, was sind Wolfos? Ich will mal ins Haus hier. Oh, hallo, junge Dame. Agita. Das Wetter in dieser Region ist sehr anstrengend. Nun, ich denke, ich sollte mich nicht beschweren, da ich freiwillig hier wohne. Und es sieht so aus, als ob du nur ein kurzes Kleid anhast. Also ich meine es an den Armen. Und du scheinst nicht zu frieren? Man zieht sich bei diesen Temperaturen einen Wintermantel an. Für gewöhnlich. Aber euch ist das wohl scheißegal. Ne, ich will mit dir reden. Oh, hallo. Seid ihr zum ersten Mal hier? Sicherlich ist es anfangs schwer, sich an die Kälte zu gewöhnen. Aber die Leute hier haben ein warmes Herz. Das bringt aber trotzdem nichts gegen die Kälte. Wenn man nicht die Kälte gewohnt ist. Alte Frau. Oh, ein junger, knackiger Bursche kommt uns besuchen. Bleib so lange du möchtest. Seit wir aus Katuria weggezogen sind, fühle ich mich einsam. Doch hatten wir alles. Vor allem war es dort schön warm im Sommer. Tja, und jetzt hast du eine kalte Bruchbude. Naja, was heißt Bruchbude? Ja doch, sie hat kein Bett. Also, hier würde ich nicht leben wollen. Gut, wie sieht's denn hier drin aus? Kann mir einer von euch vielleicht weiterhelfen? Hier ist gar keiner. Hallo, jemand da? Tatsache. Und er hat sogar ein Bett. Ah, so kalt es draußen auch sein mag. Ich bin froh, dass hier drinnen ein warmes Bett auf mich wartet. Das muss dann aber sehr warm sein. Hast du eine Heizdecke drunter? Weil sonst bringt dir das auch nicht viel auf Dauer. Nur so als Warnung. Meine Frau ist schrecklich. Seit wir hierher gezogen sind, jammert sie nur noch rum. Dieses Weib ist der Nagel zu meinem Sarg. Oh je, mein Beileid. Okay. Südlich von hier liegt Koikano, die Hauptstadt dieser Region. Koikano ist eine große Stadt mit vielen Läden. Ihr solltet unbedingt mal dorthin. Ein Ausflug lohnt sich. Ja, wenn ich Rubine hätte, würde sich das auch lohnen. Aber wenn ihr mal unten auf die Leiste achtet, ihr seht schon, es gibt ja auch ein Tag- und Nachtsystem in diesem Spiel. Ah, Cindy. Ist er nicht lieb? Mein Mann hat diesen Wolfus dressiert. Er ist sehr zuverlässig und hilft uns auf Reisen nach Koikano oder in die westliche Region. Kann man den auch Essen geben? Schade. Irgendeiner von euch will mir doch ein Schwert geben können, oder? Du vielleicht. Vor einigen Tagen kam ein Mann durch unser Dorf, der eine wahre Bosheit ausstrahlte.
Er war unterwegs zu den Bergen. Ich frage mich, was er dort will. Ich kann es dir sagen. Er will das Opal der Shika haben. Was wir momentan besitzen. Ich finde aber auch genial, wie die Fee hier einfach... einfach mal um Link rumschwirrt. Also sie bleibt auf jeden Fall in seiner Nähe. Ich frage mich echt, wie das Ganze gemacht wurde. Das ist schon sehr interessant auf jeden Fall. Na, Junge. Schnee, Schnee, dummer Schnee. Manchmal stürmt es nachts so sehr, dass wir gar nicht raus können. Okay. Dann will ich hier auch nicht wohnen. Schneestürme braucht man nicht. Seid ihr Abenteurer? Ja, wonach sieht's wohl aus? Eure Kleidung ist außergewöhnlich. Seid ihr zufällig kampferprobt? Mein Name ist Halbert. Ich kam aus Katuria her, um den Schmied hier in der Gegend zu beliefern. Doch die Monster in dieser Gegend sind zu stark und es gelingt mir nicht, meinen Weg fortzusetzen. Ihr scheint mir tapfer und stark. Könnt ihr mir helfen? Ja, können wir versuchen. Wirklich? Habt Dank, mutiger Fremder. Seine Schmiede befindet sich südöstlich von hier. Ich wünsche euch eine gute Reise. Okay. Wir bekommen die Ware. Merken wir uns. Aber hier sind sehr viele Häuser in diesem Dorf. Aber bisher konnte mir noch keiner helfen wegen dem Schwert. Ich fühle mich immer noch nackt. Und warum ist hier ein Gegner? Ah, scheiße. Gut, ich will hier nicht bleiben. Definitiv nicht. Ich brauche immer noch ein Schwert. Okay, das letzte Haus. Wenn du mir jetzt kein Schwert gibst, falls ihr in westliche Länder reist, werdet ihr sicher an Gaals Gruft vorbeikommen. Wie ich hörte, ist der Pfad im Inneren der Höhle eingestürzt und man kommt nicht mehr weit hinein. Du bist mir also auch keine große Hilfe. So eine Scheiße. Okay, gehen wir mal wieder. Und hier verlasse ich nur das Dorf. Ich würde mal sagen, ohne Schwert habe ich ein großes Problem. Okay, ich habe einen Geheimweg gefunden. Manjo-Steppe. Tut mir leid, ich kann euch nicht passieren lassen. In der letzten Zeit gab es vermehrte Zwischenfälle, bei denen die Leute von Monstern aus dieser Gegend angegriffen wurden. Daher kann ich euch nur passieren lassen, wenn ihr Schild und Schwert tragt. Ja, Schild habe ich ja, aber Schwert noch nicht. Vielleicht sollte ich auch zum Schmied erstmal gehen. Okay, ich wollte gerade sagen, hier geht's auch nicht durch. Aber es sieht doch anders aus. Blöd ist nur, dass ich jetzt diesen Gegnern hier ausweichen muss. Okay, eine Höhle? Gibt's hier was Brauchbares? Nur ein Gegner. Nö, ich hau hier ab. Ich will nichts mit euch Glibberviechern zu tun haben. Aus euch würde ich nur Wackelpudding machen, wenn ich ein Schwert hätte. Ah, seht mal, warte. Moment. So. Schieß! Dankeschön. 7 Rubine erst. Das ist noch nicht die höchste Preisklasse. Also noch können wir uns nicht viel leisten. Ach verdammt, ist das so ernst? Komm, schieß. Okay, so kann man auch das Menü aufrufen. Ich kann auch die 0 drücken. Ist auch besser belegt, als wenn man auf Escape muss. Ja, die Kuranias, die Hunger haben. Und noch eine Fee. Ich glaube, die heilt mich nur. Ja, die hat mich jetzt nur geheilt. Scheiße. Na, Mensch, Link. Okay, haben wir von hier ab. Ach komm. Die Dekos lasse ich jetzt einfach mal da. Ich will endlich mein Schwert haben. Vorher mache ich hier noch gar nichts. Schmiedshaus Gar und Brock. Brauchst du eine Waffe und ein Schild? Dann komm zu uns. Machen wir. Na, hier sind sogar auch noch Herzen. Der lässt uns wahrscheinlich auch erst mit Schwert und Schild durch. Deswegen besuchen wir mal den Schmied. Oder die Schmiede, die ziemlich klein sind. Hey! Warum seid ihr Zwerge? Hallo Fremder! Es kommt wahrlich nicht oft vor, hier Besuch zu haben. Wärmt euch ruhig auf und bleibt so lange ihr beliebt. Wir können dir im Moment leider nichts anbieten, weil wir auf wichtige Lieferung warten. Muss ich die jetzt ausrüsten? Na, Tatsache, okay. Dann rüsten wir die mal aus. So. Okay, kann ich die jetzt euch übergeben?
Ihr bringt unsere Waren? Gut, wir dachten schon, es wäre was passiert. Der Händler konnte sie selbst nicht überbringen, wegen der Monster. Dann habt ihr Führer eure Mühe eine extra Lohn verdient. Wie? Ihr benötigt ein Schwert? Nun ja, wir haben hier noch eins. Ich denke, wir können es euch überlassen. Ist das anstrengend, die zu gehen? Du hast die Zwergenklinge erhalten, okay? Nutze sie, um deinen Gegnern Schaden zuzufügen. Jetzt können wir endlich mal schlitzen! Ich finde sowieso genial, dass sie diesen Link-Sprite benutzt haben. Also, das ist, soweit ich noch weiß, von The Spriters Resource ein Custom-Link-Sprite, der von Fans sozusagen gemacht wurde. Und ich finde auf jeden Fall schon genial, dass der so flüssig schlagend hier in dieses Spiel eingebaut werden konnte. Ich finde schon klasse. Wir können leider nur normal schlagen, keine Wirbelattacke oder so. Aber das ist nicht schlimm, wir können endlich schlitzen. Achso, der lässt uns jetzt so durch. Ihr dürft nur passieren, wenn ihr Schild und Schwert tragt. Die Monster auf diesen Ebenen darf man nicht unterschätzen. Sie sind ein echtes Problem. Okay, was haben wir denn hier? Ich glaube aber, ich muss woanders lang. Jetzt kann ich aber wenigstens euch wegschlitzen. Na, es wird Nacht. Das ist gar nicht gut. Okay, euch kann ich auch bekämpfen. Okay, die springen aber sehr gut. Ich glaube aber, hier muss ich nicht lang. Aber soweit ich mich entsinnen kann, kann man diese Passagen auch überspringen, wenn man sie einmal durchlaufen hat. Sozusagen kann man sich eine Abkürzung damit schaffen. Was auch keine schlechte Sache ist. So. Und wir sind da. Und wenn ich jetzt theoretisch noch rüber will, wird ja auch gefragt, abkürzen, ja, nein. Wir kürzen mal ab. So kann man sozusagen den Weg überspringen. Und jetzt kann ich auch diese Gegner hier besiegen. Moment. Dich kann ich nur mit meinem Schild besiegen. Na, wieder zu früh. Wenn man keine Geduld hat. So, weg ist er. Weg mit dem Schleim. Oh, halt, 5 Rubine. So, dich nehme ich auch mit. Machen wir Wackelpudding. So, hier haben wir schon das nächste Dorf. Das will ich mir auch mal ansehen. Sieht ziemlich cool aus. Wie das alles so eigens erstellt hat. Oh, geh zurück. Alter Mann, wo bin ich? In Koinkano bin ich sogar. Dieser Mann, der in der Windmühle wohnt. Irgendwie ist er unheimlich. Ich glaube, er ist so gut wie nie draußen. Ein komischer Kauz. Ich glaube, da drüben können wir sogar ein Minispiel machen. Aber wahrscheinlich nur mit den nötigen Ausrüstungen und hier ist gar nichts. Okay, ein leeres Haus. Warum auch nicht? Gehört wahrscheinlich dem alten Mann. Wie sieht's denn hier aus? Können wir Minispiele spielen? Ein bisschen Geld hätte ich. Hi. Hallihallo und herzlich willkommen in der Schießbude. Für 15 Rubine kannst du hier dein Talent mit dem Bogen beweisen. Wie wär's? Los geht's, Meister. Sorry, Kleiner. Du scheinst keinen Bogen zu haben. Komm besser wieder, wenn du einen hast. Ach, scheiße. War irgendwie klar. Was haben wir hier? Eine Bücherei? Ja, Tatsache. Kann ich mir Bücher leihen, oder wie? Guten Tag. Bitte denken Sie daran, leise zu sein, um die anderen nicht zu stören. Hier ist nicht mal einer außer wir. Sollen Sie etwas Bestimmtes suchen, fragen Sie einfach mich. Also, ich sehe keine andere Person, die hier gerade ein Buch liest. Aber wenn er will, dass wir leise sind, naja gut. Hey, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh. Geh doch. Ronaldo, südlich von hier liegt Faba, ein Dorf im Wald. Eigentlich wollte ich mal dorthin reisen. Es führt einen Weg von hier durch den Wald dorthin. Allerdings bin ich nicht weit gekommen, weil ein großer Eisblock den Weg versperrt. Ich möchte mal wissen, wie der da hingekommen ist. Hat wahrscheinlich jemand da hingeschoben. Wäre zumindest die einzige Erklärung. Und warum hast du hier eine Skulltula und... Was ist das für ein Vieh? Ein Schmetterling? Agita. Soll das die Agita sein?
aus Twilight Princess? Ich heiße Agita und zähle mal Monster. Weißt du was? Du siehst aus, als könntest du mir einen bestimmten Gefallen tun. Natürlich gebe ich dir auch etwas dafür. Also, im Eispalast gibt es viele niedliche Skulltula. Welche wie die hier bei mir. Die Jungen sind aber noch viel putziger und deswegen möchte ich unbedingt eines der Eier. Warum haben die in den offiziellen Spielen keine Eier gelegt oder nie Eier gelegt? Wenn du mir ein Skulltula-Ei bringst, werde ich dir was Tolles zur Belohnung geben. Okay, sie fährt also auf Spinnen ab. Nicht wie die andere Frau, die eine Arachnophobie hat. Nö, sie stellt sich den Spinnen und sammelt sie. Okay, alte Frau, was hast du für mich? Interessiert ihr euch für Kultur? Die Shika haben hier in der Nähe einen Eispalast gebaut. Der Weg dorthin führt allerdings durch eine große Höhle. Von einem Wanderer hörte ich, dass man einen besonderen Gegenstand braucht, um sie zu durchqueren. Okay. Wahrscheinlich habe ich diesen Gegenstand noch nicht. Oh. Okay. Das war also das zweite Zimmer, von da kam ich. War irgendwie gerade leicht verwirrend. So, jetzt will ich aber mal hier die Windmühle begutachten. Hallo. Kann ich nicht mit dir reden? Doch, kann ich. Ist dieser Ort nicht magisch? Das Spiel vom Winde, das Windrad dreht. Und der Klang meiner Musik in der Leere dieses Turms eröffnet einem ganz neue Wege. Kann man die Leiter hier hochklettern? Ah, Tatsache. Ist aber sonst nichts weiter. Ich könnte mir gerade vorstellen, dass ich die Harfe hierfür brauche. Ich benutze sie mal, beziehungsweise rüste sie mal aus. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, warum ich da noch einen Platz habe, den aber nicht wirklich nutzen kann. So. Nö, funktioniert nicht. Na gut. Hätte ja sein können, dass ich von ihnen irgendwie eine Melodie kriege. Versuch war es auf jeden Fall wert. Das Dorf ist aber auch riesig. Also hier kann man sich mit den Leuten tot quatschen. Ich denke aber mal, wir wollen auch noch ein bisschen was vom Spiel sehen und jetzt nicht mit den ganzen Leuten hier quatschen. So, ein paar interessante Häuser werde ich jetzt noch kurz auskundschaften. Hier ist sogar Marlon. Link, bist du das? Wow, es ist schon so lange her. Erinnerst du dich noch an mich? Nein. Ich bin's, Marlon. Hey, du hast deine Fee wiedergefunden? Nein, das ist nicht die Fee. Wiedergefunden? Wir beide kennen uns doch gar nicht so lange. Ach so, Naja, ich war gekommen, um meinen Cousin zu besuchen. Er führt dieses Lokal. Ich denke, ich mache mich jetzt auf die Heimreise zurück zur Lone Lone Ranch in Hyrule. Es hat mich sehr gefreut, dich wiederzusehen, Link. Ich hoffe, du kommst mal wieder vorbei. Nichts mit Grashüpfer, wie sie ihn ja sonst nennt. Marlon, eine alte Freundin, wie? Was meinte sie denn damit, als sie sagte, du hättest deine Fee wiedergefunden? Verstehe. Und eine Rückblende. Sie sprach von dieser Navi, die dich früher immer begleitet hat. Und als euer Abenteuer vorüber war und Hyrule gerettet war, da ist sie gegangen. Und du hast sie all die Jahre bis heute gesucht? Ich hoffe, du findest sie. Willkommen! Die Bar hat noch nicht geöffnet. Ich bin gerade erst hierher gezogen und richte noch alles her. Ich hoffe, ihr genießt euren Aufenthalt auch ohne Alkohol. Hier wird sogar als Alkohol in Anführungszeichen tatsächlich beschrieben. Obwohl es ja eigentlich London Milch war und sowas. Chateau Romani, Majora's Mask und so. Aber es sollte im Prinzip diesen Sinn haben. Ihr wisst schon. Willkommen, Sir. Bitte seht euch in Ruhe um. Ah, jetzt kann ich endlich hier Sachen kaufen. Na, Pfeile bringen wir nichts ohne... ohne Bogen. Aber kann ich Bomben kaufen? Nee. Du brauchst eine Bombentasche, um diesen Gegenstand zu kaufen. Habe ich auch noch nicht. Na, dann kann ich leider noch gar nichts kaufen. Schade. Dann war dieser Weg umsonst. Das hier ist wahrscheinlich ein Hotel? Nehme ich mal an.
Willkommen in unserer Pension. Möchtet ihr ein Zimmer für 15 Rubine? Nein, möchte ich gerade nicht. Trotzdem danke fürs Angebot. Ich wollte nur mal reingeschaut haben. So, gehen wir mal aus diesem Dorf raus. Und begeben uns mal zum ersten Tempel. Eispalast. Nee, da wollte ich nicht hin. Wir sollen ja in den Sumpf gehen. Okay, so viele Gegner. Okay. Da drüben ist auch schon der Sumpf. Ach, scheiße. Zurück. Ich wollte eigentlich hier drüber gehen. Katuria-Steppe. Ah, Gebüsche können wir jetzt aufzerken. Hätte ich fast ja auch als Hintergrundobjekt angesehen. Aber nö. Ah, was? Die Dekoranja hätte ich übersehen. Ja, die Uhrenleiste hat mich gerade in dem Fall ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Oh, halt. Deku. Weg mit dir. So, hops. Na, Mensch. Weg mit dir. Auch die grünen Schleime. Und aus irgendeinem Grund wollte Link jetzt mal nach unten gehen. Obwohl ich das nicht gedrückt habe. Okay, vielleicht doch. Irgendwie unbewusst. Na, passiert. Aber ich muss sagen, die Landschaften sind schon sehr schön gestaltet. Und wir sind drüben. Ist das hier der Sumpf? Ja, sieht stark danach aus. Gut, dann will ich erst nochmal hier in diese Stadt. Habane. Gibt es hier noch eine Möglichkeit zu speichern? Wahrscheinlich nicht. Ich finde es auch schon cool, wie die Katze da oben auf dem Dach einfach langläuft. Okay, mit dir will ich noch kurz reden. Wart ihr schon im Spielhaus? Angeblich soll man dort etwas Besonderes gewinnen können. Aber irgendwie habe ich nie Glück. Okay, das schaue ich mir mal an. Wenn ich weiß, wo dieses Spielhaus ist. Also man kann sich hier bei diesen Leuten echt totquatschen. Das hier müsste es eigentlich sein. Ach, so ein Spiel auch noch. Hey. Seid gegrüßt, Abenteurer. Habt ihr Lust auf ein kleines Spielchen? Okay. Eine Runde kostet 10 Rubine. Versuchen wir unser Glück. Alles klar, dann sucht ihr mal eine Truhe aus. Ich nehme die goldene Mitte. Du hast 20 Rubine erhalten. Okay, wir haben Gewinn gemacht. Gut, das sind 20 Rubine für dich. Dankeschön. Mehr will ich nicht. Mehr Glücksspiel will ich nicht betreiben. Okay. Was steht denn hier auf dem Schild? Ich finde diese Gegner ein bisschen störend. Das ist der Felstempel. Sind wir leider auch falsch. Ah ja, hier ist der Sumpf. Friedhof, darunter eingeritzt. Krämerladen zur alten Dame. Okay. Hm. Ich würde gerne zum ersten Tempel hingelangen. Da. Ja. Zu viele Gegner. Okay, das war fies. Füllen wir erstmal unsere Herzen wieder ein bisschen auf. Aber ich glaube fast, dass ich in diesen Wald da rein muss. Ich glaube, wir marschieren noch ein Stück weiter. Einfach nur, um zu gucken, wo wir jetzt sind. Heiligtum der Kraft. Okay, das ist auch nicht. Ich kann auch Taro mal rufen. Der Älteste hat gesagt, dass eines der Runensiegel im Sumpf verborgen ist. Lass uns dorthin gehen. Der Sumpf liegt im Westen. Ja, dann ist es doch hier das Gebiet. Nee, das ist der Friedhof. Ach Mann, schon wieder Gegner. Einfach weiter. Und tschüss. Ich frage mich nur, ob wir hier auch noch Herzteile oder sowas finden können. Wo bin ich hier eigentlich? Verzauberte Wälder. Das ist auch nicht der Ort, den ich eigentlich aufsuchen wollte. Ich muss in die Sümpfe. Okay, gehen wir nochmal raus. Wir finden schon noch diesen Sumpf, wo wir eigentlich hin müssen. Wir können auch hier unten nochmal gucken, aber nee, hier ist auch nur der Felstempel. Die Gegner sollten verschwinden. Nein, abkürzen. Ja gut, doch.
Okay, ich versuch's jetzt mal folgendermaßen. Kommt her, ihr Gegner. Wäre aber auch schon witzig, wenn dieses Spiel auch noch ein Level-Up-System ähnlich wie in Zelda 2 eingebaut hätte. Das wäre natürlich auch noch interessant gewesen. Ich glaube, ich muss durch diesen Friedhof. Gehen wir mal hier lang. Oh, eine Hütte. Hier ist sogar noch jemand drin. Oder auch nicht. Ah, seht mal. Du hast ein Skull-Token gefunden. Ah ja. Das kriegt man also von diesen Dingern. Ist quasi also ähnlich wie die Skulltullas zu sammeln, wie in Ocarina of Time oder Majora's Mask. Hat man sich da ein bisschen auch dran orientiert. Also, Sammelgegenstände gibt es hier auch. Nur kann man leider nicht sehen, wie viele man bereits hat. Das ist halt ein bisschen schade. Kann man die Gräber lesen? Nee, kann man auch nicht. Schade. Oh, hier ist rotes Licht. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ah, hier ist eine Hexe. Ein junger Gast. Es ist schon höchst ungewöhnlich, einen Gast bei mir zu haben, der vorher noch nicht unter der Erde war. Meine Hütte war mal für magische Ware bekannt. Jedoch habe ich mich inzwischen zur Ruhe gesetzt. Aber wenn du mal Probleme mit den Toten hast oder sonst etwas brauchst, komm zu mir. Ich überleg's mir. Aber jetzt nicht. Okay, hier komme ich noch nicht mal hoch. Nö, hier ist der Weg vorbei. Alles klar, der Friedhof hat sonst nichts weiter. Ah, Mensch, blöde Raben. Die flattern hier auch, wie sie wollen. Gut, verschwinden wir wieder von hier. Aber das hier wäre ja theoretisch, also zumindest da drüber der Sumpf. Ich werde mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie rein kann. Ich sollte aber auch auf meine Herzen ein bisschen achten. Okay. Schauen wir uns diesen Punkt hier oben mal an. Ah ja, hier ist der Sumpf. Lag ich also doch mit den Gedanken richtig? Ich finde es schade, dass man hier nicht so oft speichern kann. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich hoffe einfach, dass ich trotzdem noch ein bisschen Fortschritt erziele. Und nicht so schnell dabei drauf gehe. Sumpfgrotte. Gut, gehen wir mal rein. Ich spüre etwas Übernatürliches. Möglicherweise sind hier Geister. Vielleicht ist das keine keine gute Idee. Denk bloß nicht, dass ich Angst habe. Das stimmt nämlich nicht. Aber wage es trotzdem nicht, mich hier drin zu erschrecken, okay? Oh doch, buh! Ich bin einer, der erschreckt gerne manchmal Leute. Irgendwie ist das manchmal schon amüsant. Zwar nicht besonders gut, ja. Aber mal kann man sowas machen. Man sollte es natürlich nicht übertreiben bei manchen Leuten. Aber ich muss sagen, die Sumpfgrotte sieht echt schön aus mit der Beleuchtung. Also, das ist wirklich schon sehr cool gemacht. Auch die Innenbereiche und so. Also man merkt, die Leute haben sich hier wirklich sehr gute Gedanken gemacht, wie die das hier designen. Muss ich da jetzt hoch? Ich glaube schon. Aber diese Demo ist, glaube ich, auch nicht besonders lang. Ich meine wirklich, der erste Dungeon war nur und dann war es das schon, mehr oder weniger. Was man in diesem Spiel sehen kann. Okay, wozu bin ich jetzt hier hochgeklettert? Für nichts? Toll. Hier ist wirklich nichts. Ich werde mal gucken, ob wir das noch so weit schaffen, den ersten Dungeon. Oder ob das dann doch zu lang wird. Aber dieses Spiel würde ich euch gerne in seiner vollen Pracht, wie es existent ist, zeigen. Okay, wenn ich jetzt hier hochkletter, werde ich wahrscheinlich auch wieder nichts finden, oder? Ist das wieder so eine Falle? Beziehungsweise so eine Sackgasse, die mich ins Leere führt. Nee, hier ist eine Truhe tatsächlich mal.
20 Rubine. Okay, sage ich nicht nein. Kann nie verkehrt sein, ein paar Rubine zu haben. Die Fledermäuse sind ein bisschen schwieriger zu treffen. Auch wenn Link schon so ein langes Schwert hat. Ah ja. Und hier kann ich... Moment, so. Mich wieder aufladen lassen. So. Okay. Der Rubin fällt 500.000 Kilometer weiter runter. Okay. Warum auch nicht? Also der war ziemlich weit von dem eigentlichen Punkt, wo der Schleim war, entfernt. Hier auch schon wieder. Ergibt Sinn, dass der Rubin einfach mal da erscheint, wo der Schleim nicht mal mehr ist. So. Okay, darf ich wieder klettern? Ah, das war scheiße. Okay, jetzt habe ich irgendwie Links Animation gebrochen. Okay, aber wenigstens nicht das Jump-Run-System verbuggt dadurch. Das war nur für den Moment. Link, warte, sei vorsichtig. Ich glaube, davon ist etwas. Und was? Oh, ein Geist. Ah, ein Geist. Oh, warte, sie versucht uns etwas zu sagen. Ich kann es nicht genau verstehen. Sie scheint wegen irgendetwas sehr aufgebracht zu sein. Sie scheint wegen irgendetwas zu leiden. Wir sollten diesem Wesen irgendwie helfen. Das sieht so aus, als hätten wir auch keine andere Wahl. So viel ich weiß, wohnt hier eine Hexe auf dem Friedhof in der Nähe. Vielleicht kann sie uns helfen. Sicher hat sie öfters mit solchen Geistern zu tun. Das heißt, ich darf den ganzen Weg jetzt wieder zurücklatschen? Ach, scheiße. Bei der Hexe war ich doch schon. Ja, gut, danke, abkürzen. Ah, das ist schon mal praktisch. Wenn man sowas dann kann und nicht wirklich ständig die ganzen Wege laufen muss. Ist auf jeden Fall ein Feature, welches viele wahrscheinlich befürworten würden. Ich finde nur diesen Weg zu diesem Sumpftempel da schon ziemlich weit. Aber gut, gehen wir nochmal auf den Friedhof. Und besuchen nochmal die Hexe. Sie sagte ja, wir sollen auch kommen, wenn wir irgendwelche Probleme haben. Deswegen machen wir das auch einmal. Weg mit euch. Okay, ich habe schon mein Maximum an Rubinen erreicht. Das ist gar nicht so geil. Na, so kann man auch zustechen, okay. Man kann auch so eben ducken. Was halt noch fehlt, wäre hier so ein Stich nach unten. Oder nach oben, wie in Zelda 2. Aber das geht, glaube ich, gar nicht. Gut, gehen wir nochmal rein. Hallo, Hexe. Lange nicht gesehen. Hallo, junger Abenteurer. Was führt einen wie dich hierher? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Nun ja, nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wo du bist. Ein paar von denen können manchmal echt lästig sein. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe Probleme mit einem Geist. Ah, na, da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ich kann dir eine Melodie zeigen, mit der du den gepeinigten Seelen helfen kannst. Allerdings musst du mir zuerst einen kleinen Gefallen tun. Mir sind die Turmpilze ausgegangen und der einzige Ort, an dem es sie gibt, sind die verzauberten Wälder südöstlich von hier. Ich brauche mindestens 5 neue. Willst du für mich ein paar suchen? Okay, wenn's sein muss. Und da sag noch einer, die Jugend von heute sei nicht hilfsbereit. Bring mir 5 Turmpilze, dann bringe ich dir das Lied bei, das leidende Seelen Erlösung bringt. Kann ich jetzt wenigstens abkürzen? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich darf den ganzen Weg nochmal latschen. Okay, in dem Fall wollte man halt keine Abkürzung machen. Und für die Hexe wäre das schon praktisch gewesen. Aber ja, so wird man von einem Ort zu einem anderen geschickt. Ob man will oder nicht. Man muss leider dadurch. Ja, ich weiß, ich habe nur noch ein Herz, Taro. Brauchst mich nicht darauf hinweisen. Das merke ich gerade schon. Na schade, jetzt geben die nur Rubine. Die bringen mir aber nichts mehr, weil ich schon volle Rubinenzahl habe. Das hier sind diese verlorenen Wälder. Waren wir ja schon einmal kurz drin.
wo ich dann aber doch den anderen Weg genommen habe. Du hast einen Turmpilz gefunden. Die sind auch jetzt erst aufgetaucht. Die waren vorher nicht da. Ups. Jetzt noch ein paar Herzen wäre ganz praktisch. Und dann wäre das Ganze auch ganz gut. Das war knapp. Beinahe hätte ich den Abgrund gefunden. Weg mit dir. Okay, du hast den dritten Turmpilz. Ah, hier geht's sogar weiter. Ich dachte jetzt gerade, ich habe nur drei und jetzt ist der weit schon zu Ende. Okay, wie besiege ich dich? Warten. Ja, tatsächlich. Ist aber auch sehr cool gemacht, dass sie sich auch dann umdrehen nach einer Zeit. Also man muss hier wirklich einfach Geduld haben. Es ist wirklich vieles sehr originalgetreu an die Spiele angelehnt. Auch wenn es in 2D ist. Das ist aber trotzdem ziemlich cool. Vor allem, wenn diese Viecher so dumm sind und ihren Schwachpunkt dann zeigen. Ja, selber schuld, würde ich mal sagen. Okay, wir haben den fünften. Wenn ich das noch überleben sollte, werde ich das ja auch noch bringen. Aber es sieht halt sehr knapp aus. Kann ich eigentlich auf der Oberwelt vielleicht speichern? Ah ja, Tatsache. Speichern wir mal. So, wenn ich jetzt sterbe, ist es nicht ganz so schlimm. Dann nochmal. Halt, nein, erst zur Hexe. Na, scheiße. Okay, nun haben wir ein paar Gegner am Hals. Ich bin auch gleich tot. Ein Treffer noch. Das wird jetzt natürlich schon etwas fies. Wenn die Hexe mir wenigstens helfen könnte, dass sie mich heilt. Aber diesen Gefallen tut sie mir nicht. Ich glaube, wir werden gleich sterben. Sei denn, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger und habe Glück, dass irgendeiner von diesen Gegnern hier noch ein bisschen Lebensenergie hinterlässt. Das wäre jetzt sehr nützlich. Aber es sieht gerade sehr schlecht aus. Ein Trank oder sowas ähnliches wäre auch nicht verkehrt gewesen, wenn ich sowas hätte. Aber dazu muss ich in eines der Dörfer. Aber ich schlage mich mit dem Viertelherz, was ich noch habe, doch recht gut gerade. Muss ich sagen. Okay, Hexe. Ich bring dir deine Turmpilze. Du bringst mir etwas. Ich rieche die Turmpilze. Gib sie mir. Pilze übergeben. Brav, brav. Also schauen wir mal, was ich dir zur Belohnung geben kann. Wie klingen denn zwei Rubine für deine Arbeit? Hm? Naja, ich sehe schon. Du denkst an etwas anderes. Aber versprochen ist versprochen. Ich bringe dir das Lied bei, das verfluchten See in Erlösung bringt. 432, 432. Das Lied der Befreiung. Gibt's hier natürlich auch wieder. Achso, ich muss das nachspielen. Ein einfaches. Gut, das war das Lied der Befreiung. Du hast das Lied der Befreiung von der Hexe Mellow gelernt. Dieses Lied hilft den Seelen Ruhe und Frieden zu finden. Genauso wie in Zelda Majora's Mask. Wo das Lied ja auch ein wichtiger Bestandteil auch ist im Spiel. Das war knapp. Jetzt muss ich nur noch schaffen, zur Weltkarte zu kommen. Lebend. Das wird jetzt gerade richtig knapp. Ich darf jetzt nur keinen falschen Schritt machen, keine falsche Bewegung und auch keinen falschen Sprung. Sieht aber so aus, als könnte ich lebend hier rauskommen. Jo. Komm schon. Yes, wir haben es geschafft. Na, Gott sei Dank. Gut, dann können wir jetzt nochmal in den Sumpf gehen. Aber vorher noch einmal speichern. Sicher ist sicher. Aber jetzt kann ich nicht die... Obwohl, doch. Ich werde bestimmt gleich die Abkürzung nochmal nehmen können. Muss ich aber erst in diese Höhle rein. Das war ja erst in der Höhle. Und hier gibt es noch ein Herz. Uhu, ich lebe wieder länger. Dann ist das echt nochmal glatt gelaufen. Ich finde es ja wirklich schon klasse. Oder muss ich jetzt wirklich den Weg laufen? Okay, ich kann nicht abkürzen. Aber wisst ihr was? In dem Fall schneide ich euch für das... Also, schneide ich euch das zurecht.
Und schon sind wir auch wieder beim Geist. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir sie besänftigen können. Sie ist noch immer nicht bei Verstand. Versuch es mal mit deiner Harfe zu beruhigen. Gut, versuchen wir es mal. Sie bedankt sich für das, dass du ihr geholfen hast. Sie sagt, dass etwas habe den Tempel angegriffen und sie bei ihrem Schlaf gestört. Und seitdem war sie so aufgebracht, dass sie nicht wusste, was sie tat. Gut, der Weg ist frei. Dann treten wir ein. Okay, hier hätten wir auch die Möglichkeit. Ah ja, du hast diese Plattform aktiviert. Du kannst sie von jetzt an benutzen, um zu speichern oder deinen Weg zu verkürzen. Ja, speichern wir direkt. Und schauen uns diesen Dungeon hier auf jeden Fall noch an. Wollte gerade sagen, die Fee würde ich auch gerne noch berühren. Weil gerade dieser Dungeon ist auch sehr cool designt. Okay. Aber aus irgendeinem Grund... Achso, das war wahrscheinlich wieder, weil ich... noch unten gedrückt habe, unbewusst, oder er mich einfach runtergedrückt hat. Halt! Sieh mal, dort steigt Gas auf. Es ist bestimmt giftig. Der Ausstoß scheint sehr stark zu sein. Lass uns erstmal einen Weg finden, ihn zu stoppen. Du solltest dich auch nicht zu lange in diesem Raum aufhalten. Das Gift könnte dir schaden. Ja, schönen Dank für die Info, aber... wie soll ich denn sonst weiter hier? Große, dicke Eisenstäbe verhindern ein Durchkommen. Dafür könnte es hier einen Schalter geben. Die Frage ist, wo? Okay. Das Gift schadet mir wirklich. Ah, okay, ich kann ja einfach durch ohne Schlüssel. Ich hätte gedacht, ich brauche einen Schlüssel, weil jetzt hast du ein Schlüsselloch. Na gut, da wird man ein bisschen in die Irre geführt. Gut, die Tür ist jetzt offen. Schalter ist aktiviert. Also mit diesem Spiel hätte man wirklich ein sehr geniales Zelda-Fangame rausbringen können, wenn es fertig geworden wäre. Es hätte definitiv seine Fans gefunden, dieses Fangame. Und wir haben einen kleinen Schlüssel. Nutze ihn, um eine verschlossene Tür in diesem Labyrinth zu öffnen. Ja, wozu soll ein Schlüssel denn sonst gut sein? Also gut, gehen wir nochmal zurück. Hier ist nämlich eine verschlossene Tür. Okay. Und hiermit machen wir das Gas aus. Wollte gerade sagen, dich würde ich gerne auch noch verlichten. Und diese Truhe auch noch einmal mitnehmen. Es ist jetzt blöd, dass ich wieder ein bisschen über die Stunde komme. Aber wie gesagt, nach diesem Dungeon kann ich euch so viel schon mal vorwegnehmen. Gibt sowieso nicht mehr allzu viel in diesem Spiel zu machen. Von daher würde ich auch nach dem Dungeon die Aufnahme hier auch beenden. Du hast die Karte dieses Labyrinths erhalten. Bei vielen anderen Dungeons, die später kommen würde, steht, das ist in dieser Demo noch nicht verfügbar oder so ähnlich. Mit dieser Karte kannst du stets im Auge behalten, wo du dich in diesem Labyrinth befindest. Ah. Okay. Ich befinde mich in einer Kammer, die ein bisschen merkwürdig aussieht. Eine große Karte kann ich nicht aufrufen, oder? Nee. Das ist wirklich nur so eine kleine Karte, die wir haben. Na komm, spring. Hier bin ich. Okay, wir sind wieder bei einem einzigen Herz. Das ist nicht sehr gut. Kann ich die Kiste schieben? Bewegen, ja, kann ich. Alles klar. So funktioniert das Ganze. Ich glaube, ich muss da oben das Ding aktivieren. Das mache ich auch mal. Gut, das Ding ist erledigt. Und es gibt mir sogar ein Herz. Sehr schön. Und was passiert jetzt, wenn ich diesen Kristall... ach, kriege ich von hier nicht. Schade. Okay. Dann können wir direkt hier weitergehen. Erstmal. Wir müssen auf jeden Fall hier sehr geschickt ausweichen können. Sprich, einmal vor und einmal zurück. Und dann können wir diese Dekoranias wenigstens auch austricksen. So, weg mit dir. Okay, so geht's auch. Man muss nur schnell genug sein. Ah, hier brauche ich wieder einen Schlüssel. Interessanterweise stand da aber nicht, dass ich klettern kann. Okay, aber es geht. Aktivieren wir mal eine Leiter.
Okay. Nehme ich gerne. Ja, wirklich, da steht nicht, dass wir klettern können. Ah. Da haben die Leute wohl ein bisschen gepennt. Weil normalerweise steht ja, wenn wir da klettern können. In dem Fall dachte man sich wahrscheinlich, nö, das will man schon irgendwie selbst rausfinden. Ich denke mal, das haben die einfach nur vergessen. Ah ja. Lass mich raten, ein Schlüssel? Jupp. Yep. Was auch sonst. Aber dieser erste Dungeon ist auch wirklich noch nicht so schwer. Es ist halt quasi der Anfang. Ich weiß nicht, wie schwer die anderen Dungeons geworden wären. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die schon auch etwas knifflig geworden wären. Was passiert jetzt, wenn ich hier runterfalle? Muss ich hier runter? Hier wäre sogar eine Fee. Einmal heilen. Und schon bin ich in den Tiefen. Oh, ist das schon der Boss? Es wird dunkel. Sieht ganz danach aus. Eine Riesenmotte. Oh nein, Motula. Gut, was kannst du? Ah ja, alles klar. Du kannst Ringe verschießen. Ich glaube eher, dass das ein Zwischenboss erstmal sein soll. Weg mit dir. Auf jeden Fall hätte die viele Treffer aus. Oh nein, Gift. Scheiße. Gut, warten wir. So, jetzt durch. Jetzt kannst du wieder runterkommen, Motte. Ach, scheiße. Gut, wir haben sie. Ich muss jetzt einfach mal auf gut Glück draufhauen. Und wir kriegen Herzen als Belohnung. Nettes Geschenk dafür, dass wir sie besiegt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich diese Truhe jetzt öffne, wird da gleich eine Leiter kommen. Oder sowas. Erstmal gucken, was wir überhaupt kriegen. Wahrscheinlich ein Bogen oder ein Bumerang oder sowas ähnliches. Irgendwas mit ferner Reichweite. Okay, ein Sturmbumerang sogar. Dieser Bumerang kann sowohl Gegner verletzen, als auch benutzt werden, um Scheiter zu betätigen. Jo, okay, es gibt sogar einen Fahrstuhl. Daneben so. Dieser Fahrstuhl sieht aber ein bisschen komisch aus. Dann speichern wir direkt, dass ich diese Motte besiegt habe. Dann muss ich jetzt nochmal zu diesem einen Punkt zurück. Wo ich sozusagen vorher nicht dran konnte, an diesen Scheiter. Dann haben wir noch einen kleinen Weg zurückzugehen. Ich hoffe nur, dass wir es wirklich bis dahin noch lebend schaffen. Aber diese Dekoranias machen es mir gerade wirklich nicht leicht. So, hier oben. Das heißt, ich brauche nochmal diese Kiste. Die Befehle stehen aber wirklich auch nicht immer da. Scheint wohl so ein kleiner Fehler zu sein. Also ich denke mal, gemacht haben sie es wahrscheinlich dann an der einen Stelle auch. Aber... So, jetzt brauche ich erstmal den Sturmbumerang. Und benutze ihn mal. Oh, falsche Richtung, Link. Geht doch. Jetzt muss ich auch noch schnell sein. Okay, das war zu langsam. Alles klar, ich muss schnell dafür sein. Gut, versuchen wir es nochmal. Jetzt kriegen wir es aber hin. Runter. Und rein da. Perfekt. Rechtzeitig innerhalb der Zeit geschafft. Das war aber schon knapp. Das ist schon sehr knapp bemessen. Aber hier auch diese Stacheldinger hier seitlich hin und her schwingen zu lassen. Ich finde wirklich, Nintendo sollte auch ein 2D-Zelda rausbringen, welches wirklich in diesem Stil ungefähr aufgebaut ist. Das wäre schon klasse. Und ich finde auch echt schade, dass dieses Spiel leider keine Fertigstellung gefunden hat hier. Ich hätte es echt gerne durchgespielt. Mal. Also da muss man echt sagen, die Leute, die hier dran gewirkt haben, haben da definitiv gute Arbeit geleistet. So, hier muss ich mich ducken. Ah, nee. Hä? Achso, drüber springen wahrscheinlich. Nicht ducken. Ducken war gerade die schlechte Idee. So. Okay, weg mit dir, Pflänzchen. Ja, das war jetzt, ja, auch ein bisschen blöd.
Ein bisschen mit dieser Steuerung klarzukommen ist nicht ganz so einfach, aber es geht noch. Vor allem, weil mit Enter muss man sowas wie öffnen, also sind diese blauen Befehle. Während man halt die anderen Tasten 1, 2, 3, 4 halt, ne? Das ist schon ein bisschen merkwürdig umgesetzt in dem Fall. Aber es funktioniert trotzdem. Achso, ja, das geht ja nicht. Schieben! Die Schiebeanimation sieht auch schon witzig aus. Aber auch die Tatsache, wie dieser Dungeon gestaltet ist, ist schon klasse. Ach nee, da oben ist schon wieder Gift, oder? Gut, ich muss mich beeilen, sonst sterbe ich. Schnell da rein. Gut. Wenigstens nicht abgezogen bekommen. Ah ja. Geht das wieder auf Zeit? Nein, falsche Richtung, Link. Oder ist das dauerhaft jetzt offen? Ist dauerhaft, okay. Diesmal ist es nicht auf Zeit. Gut, klettern wir nach oben. Ich spüre einen Luftzug von unten. Vielleicht führt von hier ein Weg nach unten. Es gibt wohl nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Du solltest aber diese Plattform untersuchen, bevor wir weitergehen. Du hast diese Plattform aktiviert. Du kannst sie jetzt benutzen, um zu speichern oder deinen Weg zu verkürzen. Wunderbar. Natürlich will ich speichern. Ist ja wohl klar. Und du sagst, wir können nach unten? Kann ich dir trauen, Taro? Ach komm, versuchen wir es mal. Ah ja, Tatsache, dann fallen wir hier wirklich nach unten. Naja, nicht schlimm, wir haben ja sowieso eine Abkürzung geschaffen. Jetzt kann ich diese Plattform auch benutzen. Ah ne, da mache ich nur Höhle verlassen. Okay. Das ist blöd. Wenn ich jetzt nochmal diesen ganzen Weg laufen darf. Okay, Leute, ich glaube, dann sehen wir uns nochmal kurz oben. Okay, ich habe es nochmal geschafft, diesen ganzen Weg jetzt hier hoch zu latschen. Eins steht fest, Taro vertraue ich nie wieder. Ei. Na, wenn man einfach mal da einen anderen Weg lang gelotst wird, obwohl das einfach nach da unten wieder führt, war nicht gerade lustig. Vor allem, wenn man den ganzen Weg dann sowieso wieder nach oben latschen darf. Naja. Wollen wir jetzt nicht allzu sehr meckern. Ich hätte es auch erstmal lassen können, aber gut. Ich wusste halt auch nicht, auf was ich mich da einlasse. Ich meine, wenn man schon so einen Hinweis bekommt, denkt man auch, es könnte was Nützliches sein. Aber nein, es ist einfach nur ein Abgang in tiefere Etage wieder. So. Das heißt, wir dürfen jetzt noch ein paar Türen öffnen. Und noch ein paar Geheimnisse erkunden. So, jetzt will ich nochmal nach oben. Okay, das war zu früh. So, dich kriege ich auch beseitigt. Diesmal hat er eine lilane Farbe angenommen. Auch nicht schlecht. Mal eine ganz neue Farbe, als wie man es sonst von den Dekus kennt. Okay, nochmal hochklettern. Link meinte wieder eine Etage tiefer fallen zu müssen. Okay, das war fies. So, dann können wir diesen Schalter ja auch aktivieren. Und dann kann ich auf jeden Fall tiefer gehen. Ja, jetzt geht das Ganze schneller. Es geht aber auch nur auf diesem Boden. Also dort, wo die lilanen Blätter oder was auch immer das sein soll, rumliegen, da geht's nicht. So, Seelmannsamen, öffne dich. Man muss aber sagen, dass der Dungeon auch schon eine gute Länge hat, auf jeden Fall. Er ist nicht zu kurz, nicht zu lang. Rätsel sind jetzt auch nicht so schwer. Na, schon wieder ein Deku. Hier drüben, falls du mich suchst. Und tschüss. Und wenn er jetzt irgendwas fallen gelassen hätte, wäre das Ganze schon ein bisschen bitter gewesen, weil das hätte ich nicht mehr so gut kriegen können, scheiße. So, einmal. So. Na, verdammt. Okay, diese Ecke ist ein bisschen blöd. So, jetzt haben wir's. Ah, war doch gar nicht so schwer. Okay,
Und den nächsten Schalter, den wir aktivieren können. Somit ist diese vierte Tür da jetzt auch offen. Ich frage mich nur, wofür ich das Ganze jetzt gemacht habe hier überhaupt. Hier kann man nicht abkürzen, noch schade. Hier haben die das irgendwie nicht gemacht. Es geht also auch nicht überall. Dass man einfach nach unten abkürzen kann. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Die Wege gehen ja noch einigermaßen. Ah ja, und da ist die nächste Truhe. Bestimmt mit dem Schlüssel. Jopp. Und hier ist die Textbox irgendwie richtig langsam. Ach Gott. Da ist ein bisschen was schief gelaufen wieder mal. Rechts war die Tür. Aber ich wollte erstmal noch gucken, was wir hier noch haben. Wieder einen giftigen Raum. Gut, gehe ich gleich raus. Das würde ich sonst nicht überleben. Wunderbar. Sesam, öffne dich. Ah ja, und hiermit mache ich jetzt das Gift da weg. Und somit kommen wir da auch weiter. Und dann müssen wir es bald schon geschafft haben, dass wir zum Bossraum kommen. Normalerweise dürfte da jetzt echt nicht mehr viel für fehlen. Aber diese neue Waffe habe ich noch nicht wirklich oft benutzen müssen. Okay, kann ich die auch schräg nach oben schmeißen? Geht das? Ja, geht tatsächlich. Wunderbar. Dann können wir jetzt nach oben. Ach, ihr Viecher schon wieder. Weg mit dir. Schlitz. Ah ja, und hier haben wir die Truhe. Jetzt kann ich von mir aus richtig runterfallen. Und den Masterschlüssel. Er öffnet die Tür zum Wächter des Labyrinths. Ich spüre schon wieder einen Luftzug von unten. Ob wir hier den Weg abkürzen können? Machen wir einfach mal. Jetzt können wir es wirklich mal machen. Okay. Direkt auf den Schalter? Ah, eine Brücke haben wir damit erschaffen. Wo bin ich denn jetzt? Ah ja, wir sind jetzt also hier. Gut. Bevor ich da diese Tür aber öffne, einmal die Fee nehmen. Und noch einmal speichern. Falls irgendwie ein Unglück beim Boss geschieht. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was hier nochmal der Boss war. Wir werden es sehen. Also auf in den Kampf. Wer ist der Wächter dieses Dungeons? Ach, sieh mal an, dich kennen wir doch. Hallo, Goma. Dämonischer Arachnoid, Goma. Wahrscheinlich muss ich dich mit der neuen Waffe besiegen. Okay, getroffen. Ist nicht das schwer. Oh, das Vieh ist schon interessant. Gott, mit drei Herzen wird das Ding aber nicht leicht. Okay, so treffe ich dich aber schon mal nicht. Dann kann ich jetzt gerade wohl nur ausweichen und muss warten, bis das Ding wieder an der Decke klebt. Machst du das bitte nochmal? So, komm runter. Nochmal? Scheiße. Nee, das war nichts. Na, das ist blöd. Ich komme gerade nicht gegen dieses Vieh an. Scheiße. Okay, warten wir noch einen Moment. Eben hatte ich es einmal geschafft. Um mal ein bisschen Schaden zu machen. Das Ganze kriege ich auch nochmal hin. Ach man, so aber nicht. Na, keine Chance, ich bin gleich tot. Jetzt habe ich's. Gut, aber ich bin auch gleich tot. Ich könnte eine Fee gebrauchen. Ich glaube, ich muss das vielleicht nochmal versuchen. Gut, dass ich gespeichert habe. Falls jetzt doch irgendwie noch was schief läuft. Na komm, geh nach oben an die Decke. Und hänge ein bisschen ab. Nein, du kommst schon wieder runter. Ach, scheiße. Weißt auch nicht, was du willst, ne? So, jetzt aber. Das war natürlich scheiße. Nein! Er hat mich noch erwischt. Okay, sehen wir wenigstens auch noch den Game Over-Bildschirm. Auf ein neues. So, Goma.
Auf zum zweiten Versuch. Diesmal weiß ich ja, wie du funktionierst. Und diesmal kriege ich dich. Wenn ich den treffe. So. Okay, so wird das schon mal nichts, wenn ich daneben stehe. Ist aber auch wirklich schon das Schwert in der Nähe sein muss. Ist ein bisschen knackig. Okay, gut ausgewichen. Na komm schon, ah. Go mal, häng noch mal ab. Ja, genau. So, jetzt aber. Das sind jetzt einige Treffer. Gut, da war es mir jetzt sogar scheißegal, dass du mich gekratzt hast, Goma. Goma in 2D mal zu bekämpfen, ist auch mal was Interessantes. Hatte man auch in Zelda noch nie wirklich das Vergnügen. Und die Umsetzung ist definitiv auch gelungen. Na, scheiße. Na komm, geh hoch. Ich habe gesagt, geh hoch, an der Wand. Ich habe nichts für dich. So, komm schon, häng ab. Ach, scheiße, ist wenig. Keine Chance gerade, dass ich irgendwas machen kann. Ich muss jetzt Geduld haben, einfach nur. Na komm schon, Goma. Tu mir den Gefallen. Also das Zufallsprinzip dieses Viehs ist gerade richtig scheiße. So, geht doch. Weg mit dir. Und wir haben Goma schon besiegt. Das war Goma. Ja, somit haben wir diesen Dungeon geschafft. Und kriegen einen Herzcontainer. Deine Energieleiste wird um ein Herz erhöht. Sehr schön. Und direkt finden wir eine geheime Kammer. Und bekommen das Runensiegel des Sumpfes. Dies ist das erste Siegel. Fehlen noch 3. Super, das erste Runensiegel. Ich denke, jetzt können wir gehen. Und ab diesem Punkt, wie gesagt, findet man in dieser Demo leider nicht viel weiteres. Die nächsten Dungeons kann man gar nicht erst betreten. Was leider schade ist. Und ja, viel mehr kann man leider auch noch nicht sehen. Deswegen, wie gesagt, war es das an dieser Stelle auch mit dieser Demo. Wobei, Taro hat gerade noch was zu sagen. Puh, endlich raus aus dieser muffigen Höhle. Der Gestank war kaum auszuhalten. Mal sehen. Der Älteste hat gesagt, dass sich eines der Siegel in den eisigen Bergen befindet. Eisige Berge gibt es eigentlich nur in der östlichen Region. Lass uns dorthin aufbrechen. Aber wie gesagt, diesen Dungeon kann man leider nicht betreten. Deswegen... Oh, wir kriegen sogar noch Gesellschaft. Halt! Oh. Kisho! Kisho lebt noch. Bist du das, Taro? Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich dachte auch, wir sehen uns nicht mehr wieder, alte Freundin. Aber wie? Hat Murdak dich nicht erwischt? andersrum. Es ging alles ziemlich schnell. Genau weiß ich auch nicht, was passiert ist. Aber ich würde sagen, Murdak hat seine Kräfte ein wenig überschätzt. Jedenfalls bin ich froh, dass es dir gut geht. Wer begleitet dich denn da? Das ist Link, der Held aus Hyrule. Er will uns helfen, gegen Murdak zu kämpfen. Verstehe. Ich danke dir. Eigentlich bin ich hier, um das Runensiegel zu holen und unseren Tempel zu retten. Das haben wir schon erledigt. Wir wollten gerade aufbrechen und das nächste suchen. Verstehe. Ich sehe, ich kann dir vertrauen, Link. Ich werde mich nun schon mal auf den Weg machen. Wollen wir nicht zusammengehen? Ich glaube, Link ist ein besserer Krieger als ich, wenn er das Biest Goma besiegen konnte. Um euch zu helfen, werde ich lieber vorausgehen und Informationen über die Tempel sammeln. Also, bis dann. Und tschüss. Das war ja nicht gerade ein langes Wiedersehen. Naja, dann lass uns mal gehen. Okay, Leute. Aber wie gesagt, an dieser Stelle beende ich die Aufnahme. Weil mehr gibt es in dieser Demo leider nicht mehr großartig zu sehen, was ja schade ist. Also ich hätte es echt cool gefunden, wenn dieses Spiel eine Fertigstellung gefunden hätte. Weil das Spiel hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wann es rauskam. 2009 oder 2011, so um den Dreh war es, meine ich. Kann auch ganz falsch liegen gerade. Aber es hat auch schon, es ist schon einige Jahre her. Und ich glaube, dieser Simon Wächter macht sowieso schon seit Ewigkeiten nichts mehr mit RPG-Makern. Hat man ja auch an der Sonic Party 2 Demo gesehen. Naja.
Auf jeden Fall, wie ich finde, ein sehr geniales Zelda-Spiel mit dem RPG Maker in 2D. Es ist definitiv sehr gut umgesetzt und macht auch richtig Bock und eigentlich auch Bock auf mehr. Und es ist halt umso beschissener, dass es leider keine fertige Version gibt. Ist das Einzige, was man in dem Fall wirklich kritisieren kann. Aber ja, somit bleibt diese Demo in aller Ewigkeit so, wie sie ist. Und ja, man muss sich damit zufrieden geben und kann nur hoffen, dass vielleicht irgendwer das Spiel fertigstellt, was ich bezweifle. Oder sich irgendwie anders dran setzt, dieses System und dieses Spiel irgendwie nochmal neu aufzuerlegen und keine Ahnung. Irgendwie sowas. Wäre schon irgendwo klasse, wenn das irgendwie noch geschehen würde. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ja gut, liebe Leute. Dann war es das auch so mit meinem Adventskalender-Special. Und hoffe, ihr habt, wie gesagt, ruhige Weihnachtstage. Genießt sie. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei den 24-teiligen Adventskalender-Special, welches ich euch präsentiert habe. Auch wenn manche Spiele euch vielleicht nicht zugesagt haben sollten, ist nicht schlimm. Ich wollte sie euch nur näher bringen und einmal zeigen, mit welchen Spielen, Fangames und so, ich sozusagen aufgewachsen bin, kennengelernt habe. Und ich, trotz allem, auch wenn es teilweise verbuggte Spiele waren, euch näher bringen wollte. Ja, an dieser Stelle sage ich dann einfach mal vielen Dank fürs Zusehen. Und wünsche euch schöne Weihnachtstage. Und man sieht sich oder hört sich beim nächsten Let's Play oder Livestream wieder. Deswegen bis dahin an dieser Stelle auf Wiedersehen, liebe Leute.